Guten Abend, herzlich willkommen zur ZIP2. Die israelischen Luftangriffe auf die Hisbollah-Milizen im Libanon werden immer intensiver. Im Bombenhagel starben bisher mehr als 500 Menschen, Zehntausende Libanesen flüchten nach Norden. Das Land stehe am Rand des Abgrunds, sagt der UNO-Generalsekretär. Wir schalten live nach Beirut zu Karim El-Guhari. Nachrichtensperre. Die ÖVP wollte Medien verbieten, vor einem Prozess über Strafverfahren zu berichten. Opposition, Medienvertreter und Juristinnen sind entsetzt. Live im Studio ist dazu der Präsident der Rechtsanwaltskammer, Armen Akutudian. 8000 Leben. Der Wiener Anwalt Willi Perl hat in der NS-Zeit tausenden Jüdinnen und Juden das Leben gerettet, bevor er selbst vor den Nazis flüchten musste. Pfeile des Nordens, so nennt Israel seine massive Militäroperation gegen die Hisbollah im Nachbarland Libanon. Alleine gestern wurden bei hunderten Luftangriffen mehr als 500 Menschen getötet. Israel bombardiert vor allem Ziele im Süden des Libanon, von wo die radikal-islamistische Hisbollah seit dem Massaker vom 7. Oktober viele hundert Raketen in den Norden von Israel abgefeuert hat. Mehr als 50.000 Israelis mussten dort im letzten Jahr ihre Wohnorte verlassen. Jetzt flüchten Zehntausende Libanesen vor den israelischen Luftschlägen in Richtung Beirut. Die Angriffe würden sich nicht gegen den Libanon richten, sondern gegen die Hisbollah, sagt der israelische Premierminister heute. Aber international wächst die Sorge vor einem neuen Libanonkrieg. Für Israels Kampfpiloten gibt es kaum Pausen. Sie fliegen für die Mission Pfeile des Nordens eine Angriffswelle nach der anderen, werfen Bomben ab auf Verstecke und Abschussrampen der Terrormiliz Hisbollah, die gegen Israel gerichtet sind. Die gleichen Bomben treiben Zehntausende in die Flucht. Wer kann, verlässt den Süden des Libanon. Israel bombardiert uns in unserer Nähe und überall um uns herum, schildert eine der Vertriebenen. Ein Luftangriff trifft ein Viertel im Süden der libanesischen Hauptstadt Beirut, die Hochburg der Hisbollah-Führung. Ein gezielter Schlag, sagt Israel, um den Hisbollah-Kommandanten auszuschalten, der für das Raketenarsenal zuständig gewesen sei. Verzweiflung und Hass auf den Nachbarn spricht aus so manchen auf den Straßen Beiruts. Wir warten auf den Sieg, so Gott will. Solange wir einen Nachbarn wie Israel haben, können wir nicht sicher schlafen. Für Israel ist die Militäraktion noch lange nicht vorbei. Wir werden die Hisbollah weiter angreifen. Ich sage den Menschen im Libanon, unser Krieg ist nicht gegen euch, unser Krieg ist gegen die Hisbollah. Denn auch die Terrormiliz schießt Rakete um Rakete gegen Israel. Die Sirenen des Zivilschutzes zeugen davon. Seit Beginn des Krieges hat die Hisbollah über 9000 Raketen, Flugkörper und Drohnen auf israelische Gemeinden abgeschossen. Allein in der letzten Woche waren es mehr als 700 Geschosse. Rockets, Missiles und UAVs towards Israeli communities. In der israelischen Hafenstadt Haifa bleiben wegen des Raketenbeschusses heute viele Geschäfte und Schulen geschlossen. Die Eskalation im Nahen Osten dominiert auch den ersten Tag der UNO-Generalversammlung in New York. Generalsekretär Guterres appelliert an die Konfliktparteien, der Libanon dürfe kein weiteres Gaza werden. Auch Joe Biden ruft bei seinem letzten Auftritt vor der Generalversammlung als US-Präsident alle Seiten zur Mäßigung auf. Ein offener Krieg sei in niemandes Interesse. Eine diplomatische Lösung sei noch immer möglich. Tausende Kilometer weit weg im Nahen Osten klingt das fast unglaublich. Und wir gehen jetzt live in die Hauptstadt des Libanon zu Karim El-Guhari. Karim, wie ist denn jetzt am Abend die Situation in Beirut? Ja, im Moment ist es relativ ruhig, aber wir hatten, wie im Bericht ja gezeigt, heute in der südlichen Vorstadt einen israelischen Luftangriff, der einen Hisbollah-Kommandanten zum Ziel hatte. Im Süden des Landes ein vollkommen anderes Bild. Dort gab es heute unentwegt israelische Angriffe an der ganzen Grenzlinie entlang im Süden des Landes.
Mit diesen Luftangriffen und auch mit den Hackerattacken von letzter Woche mit tausenden explodierenden Mobiltelefonen und Pagern und Walkie-Talkies will Israel die Hisbollah massiv schwächen. Gelingt das? Es fällt jedenfalls auf, dass die Hisbollah, die ja bis an die Zähne bewaffnet ist, bis jetzt nicht mit einem großen Gegenschlag reagiert hat. Kann sie nicht mehr? Wir wissen nicht wirklich, wie sehr sie geschwächt ist. Eines ist sicher, die Hisbollah hat ein großes Problem, dass sie vom israelischen Geheimdienst offensichtlich infiltriert ist, der ganz oft Bescheid weiß, wo sich die Kommandeure der Hisbollah aufhalten und dann eben sie gezielt tötet. Das ist, glaube ich, eines der größten Probleme, das die Hisbollah im Moment hat. Was das Raketenpotenzial angeht, da ist die Einschätzung schon etwas schwieriger. Die Frage ist, ist es so, wie von manchen Israel behauptet, dass Israel inzwischen einen großen Teil des Raketenpotenzials der Hisbollah zerstört hat, oder hält die Hisbollah die Raketen zurück? Denn das hätte eine gewisse Logik, wenn man sich das Kriegsziel Netanjahus ansieht, nämlich, dass er dafür sorgen möchte, dass die 60.000 Zivilisten, die Nordisrael verlassen mussten, wegen der ständigen Hisbollah-Beschüsse, dass die wieder zurückkehren können. Und die Frage ist, wie wird das von Hisbollah durchkreuzt? Wahrscheinlich nicht durch einen großen Schlag gegen Israel, sondern damit, dass Hisbollah einfach versucht, sein Bedrohungspotenzial aufrechtzuerhalten, indem es regelmäßig es schafft, Raketen auf die andere Seite, auf Israel, zu schießen. Das heißt, die Hisbollah ist dafür bekannt, dass sie eher strategisch langfristig denkt. Und da ist es möglicherweise gerade ihr Ziel, dass ihr Potenzial und vor allem ihr Raketenpotenzial diesen jetzigen Sturm einfach überlebt. Genau dieses Bedrohungspotenzial möchte Israel eben ausschalten, aber kann das so gelingen mit diesen Bombardements, egal wie intensiv sie sind? Oder wird es letztlich Bodentruppen brauchen, wie 1982 oder im Jahr 2006? Rechnet man im Libanon mit einer israelischen Invasion? Wir haben ja schon mal 2006 gesehen, dass eine Invasion, also Bodentruppen, eigentlich im Libanon gnadenlos gescheitert sind. Damals war das erklärte Ziel, die Hisbollah zu zerstören oder später hieß es dann zu schwächen. Seitdem sitzt die Hisbollah an jeder Regierung in Beirut, ist heute so hochgerüstet wie noch nie. Wenn wir jetzt noch einmal uns das Kriegsziel ansehen, nämlich dass man dafür sorgen will, dass die israelischen Zivilisten wieder nach Nordisrael zurückkehren können, dann ist die Frage, wie man dieses Ziel tatsächlich erreicht. Der Gidon Levi, ein Kolumnist der Tageszeitung, der israelischen Tageszeitung Haaretz, hat dazu ein paar interessante Gedanken verfasst. Er hat gesagt, dass das nicht durch einen Krieg zu schaffen ist, sondern auf diplomatischen Wege, und da geht es vor allem darum, den Krieg im Gazastreifen zu beenden, endlich diese Waffenstillstandsverhandlungen zu Erfolg zu führen, dass die Geiseln und die israelischen Geiseln und die palästinensischen Gefangenen ausgetauscht werden. Denn die Hisbollah legitimiert ja ihre Angriffe seit fast einem Jahr damit, dass sie Druck auf Israel ausüben möchten, damit diese israelische Bodenoffensive beendet wird. Für den israelischen Kolumnisten ist das Ende des Gazakrieges sozusagen der Schlüssel dafür, um diese Kriegssituation nicht nur im Gazastreifen, sondern auch hier im Libanon zu beenden. Das Problem ist, dass im Moment gerade eigentlich das Gegenteil geschieht. Rami Gohari, vielen Dank für diese Einschätzung live aus Beirut und alles Gute. Und wir wechseln damit nach Großbritannien. 15 Jahre ist es her, dass am jährlichen Parteitag der Labour Party ein Premierminister gesprochen hat. Seit 2010 hatten die konservativen Tories das Land regiert, bis zum Wahltriumph von Labour-Chef Keir Starmer im letzten Juli. Doch der neue Premier kämpft schon mit einer peinlichen Geschenksaffäre, die den Parteitag in Liverpool überschattet. Aus Großbritannien, Jörg Winter. Vor dem Konferenzgebäude in Liverpool ein letzter Hauch von Klassenkampf. Besteuert die Reichen, lasst sie zahlen, tönt es aus dem Megafon. Ärger darüber, dass Labour Millionen Pensionisten den Heizkostenzuschuss streicht. Doch eigentlich versammeln sich die britischen Sozialdemokraten in Liverpool zur Party. Der erste Parteitag seit 15 Jahren mit einem Premierminister aus den eigenen Reihen. Dessen Anzüge und Designerbrillen, gespendet übrigens von einem Multimillionär und Parteifreund. Was, obwohl legal, seit Tagen für schlechte Presse und kaum bessere Umfragen sorgt. Es braucht eine positive Botschaft und die klingt heute in Liverpool so.
Mehr Geld in den Taschen, ein Gesundheitssystem, dem man vertrauen kann, sichere Straßen und Grenzen, boomende Gemeinden und Städte. Das Versprechen von Labour, eine Vision, die Realität sieht deutlich anders aus. Schuld daran seien 14 Jahre konservativer Regierung, sagt der Premierminister. Warum werden Kriminelle routinemäßig nicht bestraft? Warum sind unsere Flüsse verschmutzt, die Grenzen porös, die Schuldächer undicht und Kinderarmut weit verbreitet? Harte Maßnahmen seien kurzfristig notwendig, um das Land nachhaltig zu erneuern. Die Rede wird kurz gestört von einem pro-palästinensischen Aktivisten. Labour sei die Partei des Regierens, nicht des Protests, sagt Starmer. Dann wird der Mann abgeführt. Eine Rede im Ton deutlich positiver als die Rhetorik vergangener Wochen, aber wieder relativ arm an Details. Details, wann und wie denn der versprochene Wandel nun kommen wird. Keir Starmer bittet die britische Öffentlichkeit um Geduld. Umfragen deuten darauf hin, dass er damit nicht unbedingt rechnen kann. Am meisten Applaus bekommt der Premierminister heute übrigens für seine klaren Worte zu den jüngsten rassistisch motivierten Unruhen. Rassisten, sagt Keir Starmer, hätten in diesem Land keinen Platz. We do not settle them with violent thuggery, and racism is vile. Und damit nach Österreich. Es sind ein paar der berühmtesten Zitate der österreichischen Politikgeschichte, die Ermittler in den Chatnachrichten von Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmidt gefunden haben. Wir kennen diese Zitate aus Ermittlungsakten, die beteiligte Rechtsanwälte ganz legal weitergeben. Aber wäre ein Gesetzesentwurf der ÖVP bereits beschlossen, hätten wir das alles vermutlich nie erfahren. Nach dem Entwurf sollten Medienberichte über Ermittlungsverfahren vor Prozessbeginn sogar mit Haft bestraft werden. Das ginge noch sehr viel weiter als das Zitierverbot aus Ermittlungsakten, das die ÖVP gegen ihren Koalitionspartner nicht durchsetzen konnte. Es ist der ÖVP seit Beginn der Ermittlungen in der Inseraten-Affäre rund um Thomas Schmidt und Sebastian Kurz ein Dorn im Auge. Die Berichterstattung mitsamt der Chats, die mutmaßliche Vorwürfe untermauern sollen. Daher hat die ÖVP ein Zitierverbot nach deutschem Vorbild gefordert. Demnach soll bei laufenden Ermittlungen nicht wörtlich aus Akten zitiert werden dürfen. Seit dem Wochenende kursiert dazu ein Papier, das die ÖVP in die Verhandlungen mit den Grünen eingebracht hat. Die darin enthaltenen Forderungen gehen weit über das Zitierverbot nach deutschem Vorbild hinaus. So soll nicht nur nicht wörtlich zitiert werden dürfen, sondern alle denkbaren Informationen aus Ermittlungsakten gar nicht erst veröffentlicht werden dürfen. Andernfalls drohten empfindliche Freiheitsstrafen für Journalisten. Aus meiner Sicht wird damit nicht ein Zitierverbot geschaffen, sondern ein Informationsverbot hinsichtlich Ermittlungsverfahren. Und das ist eindeutig eine Einschränkung der Pressefreiheit, wenn über Ermittlungsverfahren in Wirklichkeit gar nicht mehr berichtet werden dürfte. Die nächste Frage, die sich stellte, ist, dürften Anwälte im Interesse ihres Mandanten dann auch keine Informationen mehr weitergeben? Und was hieße das für Beschuldigtenrechte? Das ist sicherlich das zweite Problem, das man mit der Bestimmung hat, dass das Recht auf Verteidigung deutlich eingeschränkt würde, weil es kann ja im Interesse des Mandanten sein, Informationen aus dem Akt an die Öffentlichkeit zu geben. Und auch das wäre zumindest dann, wenn das das Ziel ist, dass diese Informationen veröffentlicht werden, nach dieser Bestimmung strafbar gewesen. Justizministerin Alma Sadic fühlt sich in ihrer Haltung heute bestätigt. Ich habe durchgehend gesagt, mit mir kommt ein Zitierverbot nicht. Und ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker spricht sinngemäß von Schnee von gestern. Der Entwurf stamme vom Jänner. Bevor eine Regelung beschlossen wird, gibt es viele Entwürfe und Gedanken. Und je nachdem, wer diese Gedanken äußert, hat das halt in einer bestimmten Richtung und mit einer bestimmten Tendenz. Es sei eh nichts daraus geworden und es wird in dieser Legislaturperiode wohl auch nichts mehr daraus, ebenso wie aus der geplanten Messenger-Überwachung für Gefährder. Die Begutachtungsfrist für dieses Gesetzesvorhaben endet morgen. Am Sonntag wird gewählt. Und ich begrüße dazu jetzt live bei mir im Studio Armenak Utudian, den Präsidenten des Rechtsanwaltskammertages. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Guten Abend, danke für die Einladung. Herr Präsident, wie würden denn Sie ein solches generelles Verbot für Medien über Ermittlungsverfahren, bevor der Prozess beginnt, überhaupt zu berichten, bewerten? Ähnlich kritisch wie Professor Kehrt?
Ja, durchaus. Professor Kehrt hat das in dem Beitrag, den Sie gerade gesendet haben, ja sehr genau dargelegt. Es geht hier nicht nur darum, dass Medien- und Pressefreiheit bei dem vollständigen Berichterstattungsverbot aus Strafakten hier entsprechend eingeschränkt würden, sondern es würden auch Parteienrechte beschnitten werden. Man darf nicht vergessen, dass oft Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die entweder als Verteidiger oder auch als Opfervertreterinnen und Vertreter, als Privatbeteiligte oder aber auch für Beschuldigte in diesen Verfahren tätig sind, ja völlig zu Recht und legal Informationen aus diesen Strafakten auch weitergeben dürfen, wenn das in der Vertretung der Interessen ihrer Mandantinnen und Mandanten geboten ist. Und eine solche Regelung, wie sie hier offenbar ventiliert wurde, eine solche Idee eines totalen Berichterstattungsverbotes, würde auch solche Parteienrechte, und das sind Justizgrundrechte, einschränken. Das sei ein alter Entwurf, mehr oder weniger nur ein Gedankenspiel, hat der ÖVP-Generalsekretär heute gesagt. Aber halten Sie es für realistisch, dass die ÖVP versuchen könnte, so ein Verbot in einer nächsten Regierung mit einem anderen Koalitionspartner vielleicht doch durchzusetzen? Das vermag ich ehrlich gesagt nicht zu beurteilen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine derartige Art der vollständigen des Verbotes zu berichten aus Strafakten grundrechtskonform ausgestaltet werden kann. Was die ÖVP ja jedenfalls nach wie vor will, ist ein sogenanntes Zitierverbot aus Ermittlungsakten, wie es es in Deutschland so ähnlich gibt. Da darf man eben über Verfahren schon berichten, aber eben nicht wörtlich aus den Akten zitieren. Das heißt aber auch, dass wir sehr berühmte österreichische Zitate wie "Was war meine Leistung" oder "Du bist eine Hure der Reichen", das dürften Medien dann so nicht schreiben bei einem Zitierverbot. Die Rechtsanwaltskammer sieht auch so ein Zitierverbot kritisch. Warum? Wir sind der Meinung, dass das Zitierverbot, wie es in Deutschland besteht, das allerdings eine andere Begleitumstände hat als bei uns, nicht wahnsinnig viel bringen wird. Weil man kann natürlich auch indirekt aus Akten berichten und ohne direkt zu zitieren. Und wir meinen, dass das einfach keine ausreichende Maßnahme ist. Ganz im Gegenteil meinen wir, dass notwendig ist, und das ist unsere feste Überzeugung in der Rechtsanwaltschaft, dass viel weniger Aktenbestandteile überhaupt angehäuft werden, nämlich nur die, die notwendig sind, um den strafrechtlichen Vorwurf tatsächlich zu bewerten. Und da vermissen wir eben leider die Neuregelung der Handysicherstellung, weil alle diese Informationen, die Sie jetzt da ansprechen, sind ja aus der Sicherstellung von Handys und Datenträgern gewonnen worden. Und eine vernünftige Regelung der Handysicherstellung würde das Problem schon sehr verkleinern, weil dann einfach nur jene Informationen überhaupt in den Strafakt kommen, die von einem Gerichtsbeschluss, der mit einer entsprechenden Begründung versehen sein muss, gedeckt werden. Und dann würden alle diese Zufallsfunde überhaupt nicht in den Strafakt eingehen. Und das halten wir für sehr wichtig. Eine Reform der Handysicherstellung wird jedenfalls kommen, weil der Verfassungsgerichtshof sie verlangt hat. Über Details wird jetzt gerade noch gestritten. Eine andere Reform verlangen der Innenminister und der Staatsschutz. Sie wollen ganz dringend Überwachungsmöglichkeiten für Messenger-Dienste wie WhatsApp, Signal oder Telegram, weil sie sagen, Terroristen würden über diese verschlüsselten Dienste Attentate vorbereiten und die Behörden haben darauf keinen Zugriff. Jetzt hat die Rechtsanwaltskammer heute im Begutachtungsverfahren dazu eine sehr kritische Stellungnahme abgegeben. Sie lehnen das de facto ab. Aber warum soll die Polizei Terrorverdächtige nicht auf WhatsApp überwachen können? Das ist ja nicht der Ziel. Das Ziel unserer Kritik ist ja nicht, dass Terrorüberwachung eingeschränkt werden soll. Sondern es geht ganz klar darum, und das muss man benennen, es geht darum, dass ein Spähprogramm auf Handys installiert werden soll, wo technisch unklar bleibt, wie diese Überwachung sich nur auf die Messenger-Dienste einschränken lässt. Es besteht einfach die Gefahr, dass alle Daten, die auf dem Handy drauf sind, und das sind sehr viele Daten des persönlichen Lebens, dann dadurch auch überwacht werden. Es werden Sicherheitslücken im System ausgenutzt, die auch Kriminelle dann ausnutzen können. Und das greift in Persönlichkeitsrechte ein. Und auch hier haben wir ein wirkliches Grundrechtsproblem, was nämlich zum Beispiel Berufsträger betrifft, Geheimnisträger, Journalistinnen und Journalisten, ebenso wie Anwältinnen und Anwälte, würden durch diese Systematik eines Spähprogramms nicht mehr geschützt werden, sodass auch die vertrauliche Kommunikation mit einem Informanten oder mit einem Klienten möglicherweise dadurch ausgespäht werden könnte. Das sagt jetzt der Innenminister, in praktisch allen EU-Ländern haben die Behörden diese Möglichkeiten, aber schon da, das sind auch alles solide Rechtsstaaten.
Ja, nur hat der Verfassungsgerichtshof bei uns, der sich ja schon mit der Vorratsdatenspeicherung einmal sehr gründlich auseinandergesetzt hat, ebenso wie mit dem Bundestrojaner, sehr strenge Vorgaben gemacht. Und diese Vorgaben müssen erst einmal eingehalten werden. Und wir sehen aus diesem Entwurf nicht, wie diese Messenger-Überwachung, die Messenger-Dienstüberwachung grundrechtskonform ausgestaltet werden kann. Glauben Sie, dass es grundsätzlich eine Möglichkeit gibt, Messenger so zu überwachen, dass es verfassungskonform ist? Ich nehme an, dass es möglich sein müsste. Nur aus diesem Gesetzesentwurf vermögen wir das nicht zu erkennen. Und dieser Beschluss wird sich in dieser Regierung nicht mehr ausgehen. Ähnlich übrigens auch wie ein Generalstaatsanwalt, den ja angeblich beide Koalitionsparteien wollen. Aber sie können sich nicht darauf einigen, wie das genau ausschauen soll. Nämlich wer diese oberste Weisungsspitze künftig für die Staatsanwaltschaften sein soll. Die grüne Justizministerin will, dass diese Weisungsspitze aus mehreren Personen besteht. Konkret aus einem Dreier-Senat. Die ÖVP will, dass das eine Person ist, die dem Parlament verantwortlich ist. Die Anwaltskammer ist für das Dreier-Modell der Justizministerin. Warum? Es hat einen sehr groß angelegten Diskussionsprozess dazu gegeben. Die Rechtsanwaltskammer hat immer den Standpunkt vertreten, dass die derzeitige Lösung, wie sie besteht, verfassungsrechtlich in Ordnung ist, weil ja man wissen muss, dass eine gewisse Ministerverantwortlichkeit von Bedeutung ist. Und die Staatsanwaltschaften sind ja Verwaltungsbehörden, die auch einer Weisung unterliegen. Also die derzeitige Lösung ist, dass die Justizministerin die Vorgesetzte der Staatsanwälte ist. So ist es. Das Problem, das sich stellt oder stellen dürfte, und das hat auch diese Kreutner-Kommission ja versucht zu erarbeiten, dürfte ja nicht von der Weisungsspitze ausgehen, sondern darin liegen, dass es zum Beispiel relativ große Berichtspflichten gibt, mit 30 Augen durch diese Akten beobachtet werden müssen. Und da meinen wir schon, dass das auch im bisherigen System durchaus verbessert werden kann, dass man weniger Weisungsnotwendigkeit, Aufsichtsnotwendigkeiten oder Berichtspflichten hat. Wir glauben, dass dann eine Bundesstaatsanwaltschaft einen Sinn hat, wenn sie eine bessere Gestaltung der derzeitigen Aufsichtssituation mit sich bringt. Aber die derzeit auf dem Tisch liegenden Themen, die durch die Kreutner-Kommission zum Beispiel aufgedeckt worden sind, lassen sich auch im Justizministerium selbst und mit der Weisungsspitzeministerin, die ja nicht das Problem ist, durchaus sehr gut lösen. Und also Sie wären gar nicht so traurig, wenn das gar nicht kommt. Apropos Justizministerin, niemand weiß derzeit, wie die nächste Regierung aussieht, aber fast mit Sicherheit wird die ÖVP auch der nächsten Koalition angehören. Jetzt wird ja gegen die ÖVP als Partei noch immer ermittelt und gegen einige ihrer Funktionäre. Und da gibt es jetzt von vielen Seiten die Forderung, das Justizministerium sollte in der nächsten Koalition mit jemand Parteiunabhängigen besetzt werden. Sehen Sie das auch so? Ich sehe das so, dass eine Person Justizminister oder Justizministerin werden soll, die sich nur und ausschließlich den Interessen des Rechtsstaates verbunden fühlt. Und da ist die Parteizugehörigkeit nicht relevant. Aber ob das ein Parteimitglied ist oder nicht, ist Ihnen egal? Ist uns egal. Es geht nur, wir sind auf der Seite des Rechtsstaates und hoffen, dass diese Regierung, die nächste Regierung, viele Baustellen in der Justiz, es ist einiges weitergegangen, zum Beispiel der Verteidigungskostenersatz, aber die Regelung der Handysicherstellung und Ähnliches muss in der neuen Regierung angegangen werden. Herr Präsident, vielen Dank für den Besuch im Studio. Herzlichen Dank für die Einladung. Und hier, wir berichten in dieser Sendung noch über Willy Perl, ein Name, den Sie vielleicht nicht kennen, aber ein Mann, der eine Art österreichischer Oskar Schindler war, nach der Meldungsübersicht. In den ersten drei Quartalen sind heuer laut Kreditschutzverband die Firmeninsolvenzen um rund 25% gestiegen. Das jüngste Beispiel ist der Vorarlberger Radproduzent Simplon, der 155 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt. Bis Jahresende rechnet der KSV mit rund 6.500 Insolvenzen. Mehr gab es zuletzt im Jahr 2009. In Österreich ist es in den vergangenen Tagen vermehrt zu Cyberangriffen gekommen. So waren die ÖVP, die SPÖ und die KPÖ betroffen. Das Innenministerium sieht Zusammenhänge mit prorussischen Gruppierungen. Eine Gefahr für die Nationalratswahl würde aber nicht bestehen. Bei den kommenden vier Wiener Fußballderbys werden keine Auswärtsfans dabei sein. Darauf haben sich Rapid und die Austria nach den Ausschreitungen am Sonntag geeinigt. Beide Vereine räumen heute Fehler ein. Wir wollen die Sicherheit unserer Stadionbesucher kontrollieren. Und wir müssen feststellen, dass wir das am letzten Sonntag nicht konnten.
sagt Rapid-Präsident Alexander Vrabec. Weitere Maßnahmen wie persönliche Stadionverbote sollen nach Ausforschungen der Beteiligten erfolgen. Laut Medienberichten will Ungarns Premier Orbán ein Flüchtlingslager nahe Österreich errichten. Der Bau soll 15 Kilometer von der Grenze entfernt sein. Burgenlands Landeshauptmann Doskozil hat bereits angekündigt, sich mit allen rechtlichen und politischen Möglichkeiten zur Wehr zu setzen. Nach einer herben Niederlage bei den Regionalwahlen wackelt Tschechiens Mitte-Rechts-Regierung. Die Piratenpartei, der kleinste Koalitionspartner, hat geschlossen den Rücktritt erklärt. Damit hat die Regierung nur noch eine hauchdünne Mehrheit im Parlament. Vor 30 Jahren hat der Film von Steven Spielberg Oskar Schindler weltberühmt gemacht. Den deutschen Industriellen, der in der NS-Zeit mehr als 1000 jüdische ZwangsarbeiterInnen vor dem sicheren Tod gerettet hat. Aber auch in Österreich gab es eine Art Oskar Schindler, den Wiener Anwalt Willi Perl, der selbst Jude war und dem es gelungen ist, Tausende Jüdinnen und Juden in Sicherheit nach Palästina zu bringen, bis er selbst vor den Nazis flüchten musste. Der Historiker Robert Lackner erzählt diese Geschichte, die auch ganz anders hätte ausgehen können, in einem penibel recherchierten Buch, das morgen erscheint. Es ist kurz nach dem Einmarsch Hitlers in Österreich, als Willi Perl in Wien auf Adolf Eichmann trifft. Willi Perl ist Anfang 30 und Anwalt. Er wird verhört. Willi Perl hat zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere Transporte für Juden nach Palästina organisiert. Er versucht, Adolf Eichmann davon zu überzeugen, dass er damit den Nationalsozialisten einen Dienst erweist. Willi Perl war sich sehr bewusst, dass diese Transporte nicht stattfinden können gegen den Willen der Obrigkeit. Man musste sich entscheiden, wollte man Menschen retten, dann musste man vielleicht, ja, sag ich mal, unkonventionelle Wege gehen oder wollte man das nicht. Der Historiker Robert Lackner vom Boltzmann-Institut für Kriegsfolgenforschung in Graz hat sich sehr lange mit dem ungeheuren Leben Willi Perls beschäftigt. In seinem Buch »Wie ein junger Anwalt tausende Juden rettete« zeichnet er das Bild eines widerspruchsvollen Mannes, der zutiefst unerschrocken war und sämtliche Risiken in Kauf nahm, um möglichst viele jüdische Mitmenschen zu retten. All diese Dinge fanden in einem sehr dubiosen Milieu statt. Da ging es um Bestechung, da ging es um Schmuggel, da ging es um Gier von Seeleuten und Behörden, die da mitverdienen wollten an diesem Leid der Flüchtlinge. Robert Lackner kommt auf eine Zahl von rund 8000 Jüdinnen und Juden, die Willi Perl ihr Überleben zu verdanken haben. Er musste schließlich selbst die Flucht ergreifen. Über große Umwege gelangte er in die USA und hinterließ in Wien unter anderem seine geliebte Frau Lore. Als Willi Perl dann aber ins Ausland flüchten konnte und dann am Balkan vor allem seine Transporte organisiert hat, blieb Lore Perl in Wien zurück und versuchte aber hier jüdischen Mitmenschen zu helfen. Wurde dafür aber von einem Nachbarn angeschwärzt und wurde von der Gestapo verhaftet und kam letztlich ins Konzentrationslager Ramsbrück. Lore überlebte den NS-Terror, wie auch Willi Perl. Es sollte ihnen nach 1945 noch ein langes gemeinsames Leben in den USA beschieden sein. Willi Perl traf auf Adolf Eichmann übrigens noch einmal. 1961 wurde er von der israelischen Regierung als Beobachter zum Eichmann-Prozess eingeladen. Unglaubliche Geschichte. Und damit verabschieden wir uns für heute von allen, die via Dreisat dabei waren. Danke für Interesse und einen schönen Abend noch. Aus Wien. Und wir schauen jetzt noch schnell auf die Wetteraussichten. Das Wetter stabilisiert sich. Letzte Schauer klingen morgen Vormittag ab und danach scheint zeitweise die Sonne. Im Süden halten sich hingegen auch tagsüber dichtere Wolken und es sind noch weitere Schauer möglich. Mit Südwind ist es föhnig und milder bei 18 bis 22 Grad. Am Donnerstag wird der Föhn kräftig, auf den Bergen stürmisch und damit ist es noch etwas wärmer. Zeitweise scheint die Sonne und Schauer sind noch die Ausnahme. Am Freitag wird der Regen dann mehr, dabei bleibt es mit Höchstwerten um 20 Grad, aber vorerst mild. Bei uns in ORF2 begibt sich kreuz und quer jetzt auf eine neue Reise ins Ungewisse. Vier Angehörige der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, auch Mormonen genannt, machen sich auf den Weg nach Finnland. Dort wollen sie Menschen von ihrem Glauben überzeugen. Ein steiniges Unterfangen, das die Gruppe an ihre Grenzen bringt und mehr noch als andere die Missionare selbst verändert.
Diese Reportage hat sich in Kreuz und Quer. Das war für heute die ZIP 2 von uns allen hier im Newsroom. Noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Bis morgen.